Austria's Leading Companies ist der führende Wirtschaftswettbewerb Österreichs, der eindeutig von Zahlen und Fakten dominiert ist. Der Erfolg wird hier in absoluten Zahlen gemessen. Die Wirtschaft braucht den Kapitalismus der Unternehmer und nicht den Kapitalismus der Spekulanten, war ein Credo des Abends. Landeshauptmann Püringer, einer der Laudatoren, brachte in seiner Rede die beachtliche oberösterreichische Leistungsbilanz ein. Klare Worte fand Püringer auch zur derzeitigen internationalen Finanzkrise. Ich denke, in Zeiten, in denen derartige Spekulationsgeschäfte im bösesten und negativsten Sinn des Wortes jeden Tag den Großteil unserer Nachrichtensendungen füllen, ist es ganz wichtig, dass wir seriös wirtschaftende, erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Bühne holen. Und dann wurden sie auf die Bühne geholt. In der Kategorie Big Player hieß der absolute Sieger des Bewerbes Schuh Fashion Group Lorenz AG. Mit ihren Marken Högl, Ganter und Hassia kann die Schuh Fashion Group Lorenz AG auf die zwei erfolgreichsten Jahre der Unternehmensgeschichte zurückblicken. In über 40 Ländern der Erde gibt es Högl, Ganter und Hassia Schuhe. Die Exportquote beträgt 93%. Über 1000 Mitarbeiter tragen diesen Erfolg mit. Und der Erfolg beginnt im Kopf. Köpfe, sie lenken Hände, die Köpfe denken sich frei. Und ein bisschen Abenteuer ist in deinem Kopf immer noch dabei. Eine Widmung an den Kopf des Abends. Kommerzialrat Josef Lorenz. Was braucht man auf dem Weg zum Erfolg? Es gibt viel Fleiß, viel Einsatz, viel Visionen, Strategien und Taten. Und damit und vor allem mit guten Mitarbeitern, einem tollen Team, kann man viel erreichen. Und deswegen stehen wir heute auf der Bühne. Kommerzialrat Josef Lorenz bezeichnet man gerne als Konzernarchitekten und Visionär. Wie wird sich in Zukunft die Schuh Fashion Group Lorenz AG gestalten? Stillstand ist Rückschritt, deswegen muss es immer neue Visionen geben. Und ich habe das Glück, dass wir als Familienunternehmen auch über eine geeignete Nachfolge verfügen. Mein Schwiegersohn ist also mit mir Vorstand bereits und auch Geschäftsführer von Högl. Hier gibt es sehr viele Visionen, Högl-Shops in der ganzen Welt zu verbreiten. Mein Sohn ist auch also für den Komfortschuhbereich zuständig. Und gemeinsam mit 30-jährigen Wettgefährten werden sie das Unternehmen auch gut in die Zukunft bringen. Und das ist für mich das Wichtige, wenn ich in nächster Zeit aus dem operativen Geschäft ausscheide. Schwiegersohn Dr. Gerhard Bachmeier ist geschäftsführender Gesellschafter bei Högl Schuhe. Im Jahr 2000 ist er in das Unternehmen eingestiegen. Und wie sein Schwiegervater Josef Lorenz ist auch Gerhard Bachmeier ein Visionär. Meine Visionen und die Visionen unserer Mitarbeiter sind natürlich auch sehr große. Das heißt, wir wollen mit Högl zur führenden Schuhmarke weltweit aufsteigen. Wir haben uns sehr viel vorgenommen und sehen auch eine große Expansion für unser Unternehmen vor uns. Mit diesen Visionen und den Visionären, die dahinter stehen, kann man in der Schuh Fashion Group Lorenz AG entspannt in die Zukunft gehen. Ganz egal, ob in Högl, Hassia oder Ganter Schuhen. Letztere sind die Gesundheitsschuhe des Konzerns. Und wenn Sie vom Konzernchef selbst noch einen Tipp brauchen. Mit Ganterschuhen steht man immer ganz entspannt und geht auch also sehr gut. Es tut einfach gut, solche Schuhe zu tragen. Und der Schuh ist ja das wichtigste Begleitungsstück überhaupt.